Ja, ich weiß, es war ein Eckball und ich wollte eigentlich am Kopfball gehen und bin ein bisschen weggerutscht. Und dann war irgend so ein Getümmel im 16er, weiß jetzt nicht genau wie. Und dann ist der Ball vor die Füße perfekt eigentlich hergerollt und ja, bei so einem Schuss muss Risiko gehen und dass der dann auch so reingeht, ist halt natürlich umso schöner. Trainierst du deinen Torjubel? Nein, das habe ich mir schon ziemlich früh beigebracht, das kann ich schon lange, das mache ich immer, wenn ich ein Tor schieße. Ja, was anderes kann ich nicht. Vielleicht noch ein Wort zu Markus Rusek. Bockt der im Training einmal so einen Schuss und so einen Salto aus? Naja, der Salto, den habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Es ist ein Wahnsinn, dass man so viel Kilo so einen Salto machen kann. Aber wunderschönes Tor. Das Geile ist daran, dass er kann nur diesen einen Schuss. Also wenn der, egal wie er anders gekommen war, war er wahrscheinlich noch immer auf der Uhr oben. Aber taugt mir, dass der Ruschi gleich im ersten Spiel sein Tor macht. Jetzt können wir weitergehen. Markus Rusek, was sagt man zu seinem Tor? Ja, herrlich. Also das haben wir jetzt auch in den Trainingseinheiten studiert, den zweiten Ball dort nehmen und den hat er voll getroffen und Gott sei Dank hat das Netz gewackelt.